alle Maßnahmen, die wir jetzt haben, erinnere mich verdammt an das Leben in der DDR. Ich war nicht dort, sondern nur zu Besuch. Aber das Nachspionieren von wegen, das, die totale Kontrolle der Menschen, die Infiltration von Behörden in alle Lebensbereiche, das ist real existierender Sozialismus. Und da kann man nur sagen, unsere Regierung, angeführt von der Frau Merkel, die ja in die DDR geflüchtet ist, hat den Honecker weit überholt. Also gut. Na dann, gut. Also für die Überwachungsorgane, ich bin der Andreas Hof, komme aus Ladungen hier nach Fulda auf die Demo, weil ich mit den Maßnahmen, die die Regierung trifft, nicht einverstanden bin. Eine Regierung, die Schulden macht, die taucht nichts. Sie lässt nämlich die Wohltaten von den Kindern bezahlen. Und unsere Regierung macht gerade Jahrtausendschulden, an der noch unsere Enkel bezahlen werden. Schulden, um die unsinnigen Maßnahmen, die für Corona oder gegen Corona getroffen werden, zu kaschieren. Ich betreibe ein Familienunternehmen, ein Baustofflabor. Und ich fühle mich als Sprecher der Familienbetriebe und auch der schon insolvent gegangenen Familienbetriebe. Wer hat eigentlich einen Schaden von den ganzen Maßnahmen? Die Beamten? Nicht. Die Angestellten? Nicht. Die Rentner? Nicht. Die Sozialhilfeempfänger? Auch nicht. Die Arbeitnehmer? Fast nicht. Man macht ihnen nämlich vor, dass sie weiter beschäftigt sind. Der Streudal lebt zum größten Teil von der Automobilzulieferung. In der Zeitung war zu lesen, dass wir im Januar 20% weniger Autos verkauft haben. Da muss man jetzt kein Rechenkünstler sein, dass alle Firmen, die Autozulieferer sind, ab Januar 20% weniger Mitarbeiter brauchen. Die Arbeitslosenzahlen, die wir vorgegaukelt kriegen, sind pure Lüge. Sie enthalten nämlich nicht den Anteil derer, die daheim sitzen, nichts tun und mit Kurzarbeitergeld ruhiggestellt werden. In Fladungen sind in den letzten 20 Jahren 20 Familienbetriebe Konkurs gegangen oder haben einfach aufgehört. Und der Trend wird sich jetzt radikal verstärken. Was macht denn die Rhön aus und die Dörfer? Das sind doch die Familienbetriebe. Einzelpersonen, die ihr Geld investieren, um Arbeitsplätze auf den Dörfern zu schaffen. Und genau denen zieht mir jetzt den Boden unter den Füßen weg. Alles mit der Begründung, man will Corona eindämmen. Aber was ist, wenn Covid-19 rum ist? Dann kommt Covid-20, dann kommt Covid-21. Und alle Maßnahmen, ich habe es auf meinem Schild geschrieben, wie in der DDR. Alle Maßnahmen, die wir jetzt haben, erinnere mich verdammt an das Leben in der DDR. Ich war nicht dort, sondern nur zu Besuch. Aber das Nachspionieren von wegen, die totale Kontrolle der Menschen, die Infiltration von Behörden in alle Lebensbereiche, das ist real existierender Sozialismus. Und da kann man nur sagen, unsere Regierung, angeführt von der Frau Merkel, die ja in die DDR geflüchtet ist, hat den Honecker weit überholt. Ich stehe hier, weil ich mit den Maßnahmen nicht einverstanden bin. Wer sich schützen will, der soll unterstützt werden. Der soll sich impfen lassen. Der soll zu Hause bleiben und sein eigenes Regiment führen. Aber die Freiheit von allen zu nehmen, um ein staatliches System bis in die Familien hinein zu etablieren, da bin ich streng dagegen. Danke.